7 Anzeichen, dass eine Frau verliebt in dich ist. Liebe ist schon was Unglaubliches. Und verliebt zu sein ist eine der aufregendsten, aber auch furchteinflößendsten Gefühle, die wir haben können. Wenn eine Frau verliebt ist, dann ist es egal, wie alt, wie tough oder wie undurchdringlich sie erscheint. Du wirst immer ein paar Unterschiede in ihr bemerken können, die dir zeigen, dass sie eigentlich nachts an niemand anderen denken kann. In diesem Video erfährst du 7 Dinge, die Frauen dir nicht verraten wollen. Beobachtest du eines der folgenden 7 Anzeichen, kannst du dir sicher sein, dass sie entweder in dich oder jemanden in deiner Nähe total verschossen ist. Mein Name ist Andy Friday, ich bin Flirtcoach für Männer mit Tiefe und ich zeige dir jede Woche, wie du wunderschöne und intelligente Frauen verführst und entlang dieser Reise deine große Liebe findest. Es geht los! 7 Anzeichen, dass eine Frau verliebt in dich ist. Erstens, sie verhält sich vor dir ein bisschen kindlich. Liebe ist ein komisches Gefühl und es bringt uns dazu, Dinge zu tun, die wir sonst gar nicht so machen würden. Wenn eine Frau verliebt ist, dann wirst du manchmal bemerken, dass sie sich vor der Person, in die sie verliebt ist, oft irgendwie kindlich verhält. Der Grund ist, dass sie für ihn als süß wahrgenommen werden möchte. Kindliches Verhalten wird, anders als kindisches Verhalten, nämlich allgemein recht süß wahrgenommen. Mit ihrem mädchenhaften Verhalten und ihrer Unschuld möchte sie bewirken, dass du Gefühle für sie entwickelst. Es ist also ganz normal, dass eine verliebte Frau irgendwie umherspringt und sich wie ein Tollpatsch aufführt. Zweitens, sie fragt dich ganz viel über dein Leben. Wenn man jemanden liebt, dann ist es ganz normal, dass man diesem Menschen näher kommen möchte. Sie wird dich also ausquetschen und dir lauter Fragen stellen, um dich besser kennenzulernen. Deine Hobbys, deine Interessen, was dich antörnt, was du überhaupt nicht magst, sie möchte das alles aus ganz unterschiedlichen Gründen wissen. Um abzuwägen, ob du jemand anderen mehr mögen könntest und um herauszufinden, was sie tun kann, um ihre Position zu verbessern. Drittens, sie beginnt die Unterhaltung. Manche selbstbewusstere Frauen werden den Mut haben, die Unterhaltung mit dir zu suchen und sogar zu beginnen. Wenn eine Frau immer und immer wieder die Nähe zu dir sucht und immer wieder das Gespräch beginnt, dann kann das ein Indikator dafür sein, dass sie in dich verliebt ist. Um ganz sicher zu sein, reicht dieses eine Anzeichen nicht aus, aber wenn du es mit anderen in Kombination siehst, dann werden die Wahrscheinlichkeiten immer höher. Viertens, sie kann den Augenkontakt nicht halten. Je wichtiger uns ein Mensch ist, desto weniger wollen wir riskieren, um ihn zu verlieren. So wie du nervös wirst, wenn du eine Frau magst und ihr einfach nicht lange in die Augen schauen kannst, so hat auch sie genau dieselben Probleme und wird ganz schnell weggucken. Wenn ihr euch anschaut und sie verstohlen wegschaut, hofft sie insgeheim, dass du den nächsten Schritt machst, zu ihr rübergehst und sie verführst. Fünftens, und dieser Punkt ist riesig, deswegen müssen wir darüber sprechen. Sie ist auffällig schüchtern. Jetzt habe ich in meinem Leben schon mit so vielen Frauen eine wunderschöne Zeit gehabt und mit ihr ein Date erlebt, an das ich mich noch Jahre später erinnern werde, dass es mir immer wieder auffällt, wenn eine Frau während des Dates immer leiser und leiser und schüchterner wird. Die Sache ist die, dieses Anzeichen kannst du kaum erkennen, außer an einer Sache. Ihren Augen. Jetzt kann ich dir das aber schwer selber zeigen, also habe ich Frauen auf der Straße gefragt, an einem kleinen Experiment teilzunehmen. Ich habe ihnen nicht gesagt, worum es geht, sondern sie lediglich gebeten, eine Minute in die Kamera zu schauen. Nach einer Weile habe ich ihnen gesagt, sie sollen sich einen Satz in ihrem Kopf denken. Und zwar, ich liebe dich. Denk dir doch mal den Satz, während du in die Linse schaust, ich liebe dich. Ich liebe dich. I love you. Ti amo. Let's see if the eyes change. Liebe dich. Ich liebe dich. Wow. Ich liebe dich. Was absolut erstaunlich war, jede einzelne dieser Frauen hatte ihre eigene Art, ihre Liebe zu zeigen. Manche haben gelacht, manche haben sich hin und her gedreht, manche haben die Augen zusammengekniffen, andere wiederum wurden so nervös, dass sie anfangen mussten zu quasseln und zu lachen. Du wirst an einer verliebten Frau immer erkennen, dass sie ihre Gefühle versucht zu kaschieren. Aber Liebe scheint immer durch. Die meisten Frauen werden versuchen, ihr Verliebtsein zu verstecken. Das zeigt sich dann, indem sie
auffällig, schüchtern wird. Frauen sind einfach süß. Die letzten zwei Anzeichen sind die häufigsten von allen. Darum solltest du unbedingt dranbleiben, wenn du sie wissen möchtest. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt und klick auf die Glocke, wenn du echte Verführung lernen möchtest. Sechstens, sie wird dir auffällig viel Komplimente machen. Das ist eigentlich total verrückt. Wenn du ihr ganz viele Komplimente machen würdest, dann würde sie höchstwahrscheinlich damit aufhören, dich zu mögen und dich anfangen zu meiden. Sollte sie in dich verliebt sein, dann wird sie aber oft und gerne dich am Oberarm berühren und dir sagen, wie stark du doch bist und dir einfach gerne ein Kompliment machen. Da sie ganz hin und weg wäre, wenn ihr Traumprinz in ihrer Vorstellung ihr solche Komplimente machen würde, kann sie es eben nicht lassen und versucht dieselbe Taktik bei dir. Wie du übrigens ein richtig geiles Kompliment machst, das auch noch funktioniert, das erfährst du hier. Siebtens, sie wird auf dich warten. Sie wird wollen, dass du ihr ein Kompliment machst und ihr zeigst, dass du sie magst. Sie wird darauf hoffen, dass du auf sie zugehst und sie auf ein Date einlädst. Frauen gehen nämlich oft davon aus, dass wir weniger Angst haben als sie. Dass wir genauso in Panik verfallen und auch schüchtern sind und nicht auf sie zugehen möchten, das wissen viele gar nicht. Wenn du ihr nicht dein Interesse zeigst, dann wird sie oft die Hoffnung verlieren, dass sie überhaupt eine Chance bei dir hat. Ja, unfair? Naja, so ist das eben. Frauen sind genauso Menschen wie du und ich. Wenn du sie magst, aber zu viel Angst hast, ihr ein Date vorzuschlagen, dann stehen die Chancen leider verdammt hoch, dass nie was aus euch wird. Denn es geht ihr ganz genauso. Es gibt aber ein Geheimnis, mit dem du deine Chancen bei Frauen drastisch erhöhen kannst. Und dabei ist es völlig egal, ob du gut gebaut bist oder irgendwie hübsch aussiehst. Und was dieses Geheimnis ist, das erfährst du in diesem Video.